Rentenerhöhung 2019, die Rentenbescheide kommen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Jetzt ist es fix. Am 7. Juni 2019 hat noch der Bundesrat das grüne Licht gegeben, die Rentenerhöhung 2019 kommt. Und zwar geht es jetzt zum 1. Juli 2019 los. Im Westen steigen die Rentenwerte im Vergleich zu 2018 um 3,18% und im Osten um 3,91%. Das gilt für alle versicherten Renten, Altersrenten, hinterbliebenen Renten, Witwenrenten und für die Altersrente der Landwirte und auch für die gesetzlichen Unfallrenten. Und da können Sie sich ja vorstellen, die deutsche Rentenversicherung muss 20 Millionen neue Rentenbescheide rausschicken. Und das ist eine Riesenmasse an Papier, die da sozusagen von der Deutschen Post bewegt werden muss. Und die deutsche Rentenversicherung hat sehr viel Arbeit und die Drucker, die kommen sozusagen, die glühen bei den Herrschaften. Ja, wie sieht das jetzt aus? Was kommen denn da nun für Rentenbescheide bei Ihnen an? Zum einen die sogenannte Rentenanpassungsmitteilung, das ist auch ein Rentenbescheid, ganz wichtig, und die normalen Rentenbescheide, die Sie auch kennen. Das wäre dann die zweite Kategorie. Reden wir mal von der Rentenanpassungsmitteilung. Die Rentenanpassungsmitteilung ist auch, wie ich es gesagt habe, ein Rentenbescheid. Da steht praktisch auf der Vorderseite drauf, die Rente vom 1.7.2018 mit dem Bruttobetrag, den gesetzlichen Abzügen und dem Nettoauszahlungsbetrag und daneben gleich die Rentenanpassung für das Jahr 2019 ab dem 1.7. mit der neuen Bruttorente, mit den gesetzlichen Abzügen und dem Nettoauszahlungsbetrag. Darunter dann natürlich die sogenannte Rechtsmittelbelehrung. Da können Sie dann also sozusagen, wenn da hier rechnerisch irgendwas nicht in Ordnung ist, können Sie gegen diesen Rentenanpassungsbescheid auf jeden Fall in einer Frist von einem Monat, bitte nicht vergessen, Widerspruch einlegen. Bei den klassischen Rentenbescheiden ist das so, das betrifft meistens die Leute, die oder die Versicherten, die zum 1. Juni oder 1. Mai eine Altersrente beantragt haben und wo die Rente dann auch zu diesem Zeitpunkt beginnt. Da wartet die deutsche Rentenversicherung meistens ab und sagt, okay, ab dem 1. Juni schicken wir dann den Altersrentenbescheid raus und dann bekommen Sie einen Rentenbescheid. Da steht dann oben auf der ersten Seite drauf, ja, Sie bekommen zum 1.6. Ihre Altersrente sowieso. Diese wird aber erst zum 1.7. ausgezahlt. Und für die Zeit vom 1. Juni oder 1.5., je nachdem wann sie beginnt, bis zum 30.6. gibt es dann eine Nachzahlung. Und die Nachzahlung, der Nachzahlungsbetrag, das ist noch die Rente mit den alten Rentenwerten vor dem 1.7. Und bei der Rente nach dem 1.7. sind dann schon die neuen Rentenwerte mit verarbeitet. Das sehen Sie im Rentenbescheid, wenn Sie mal genauer nachschauen. Bei der Berechnung der monatlichen Altersrente, da gibt es dann meistens immer zwei Daten drin, das ist so ein bisschen schwarz gehalten, da kann man das nachlesen. Dass also praktisch bis zum 30.06. die Rente so berechnet wird und ab dem 1.7.2019 die Rente mit dem neuen Rentenwert berechnet wird. Ja, das ist natürlich ganz schön spannend und wir in der Rentenberatungskanzlei von Rentenbescheid 24 merken das jetzt auch schon. Es kommen unheimlich viele neue Rentenbescheide rein und es gibt auch die Variante, dass wir Doppelrentenbezieher haben. Das heißt also, der eine kriegt eine Altersrente und eine Hinterbliebenenrente. Da muss man dann auch ganz genau schauen, ob zum Beispiel die Einkommensanrechnung auf die Hinterbliebenenrente sachgerecht erfolgt ist mit den neuen Rentenwerten und was ganz wichtig ist, auch mit dem neuen Freibetrag für die Hinterbliebenenrente. Generell kann man sagen, wer im Zweifel ist, ob das alles stimmt, was die deutsche Rentenversicherung da mit einem veranstaltet und ob die Werte auch richtig sind, dann Widerspruch einlegen oder Kontakt zu uns aufnehmen und wir schauen uns das ganz einfach im Rahmen einer Beratung oder einer Rentenbescheidsprüfung ganz einfach mal an und würden uns freuen, wenn Sie uns hier, wenn Sie, Sie können auch gerne uns Fragen stellen zu dem Thema, kein Problem, nutzen Sie ganz einfach unsere Anfragefunktion oder unser Kontaktmail auf rentenbescheid24.de. Näheres zu diesem Thema
können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen und der neuen Rentenerhöhung 2019 eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.